Sieglinde May sucht ein neues Zuhause. Die Zeit drängt. In ein paar Monaten wird die 58-Jährige ihre Mietwohnung im Zentrum von München nicht mehr bezahlen können. Kein Einzelfall. Überall in der bayerischen Landeshauptstadt explodieren die Mieten. Nicht nur für Geringverdiener und Rentner, auch für die Mittelschicht wird Wohnen in München zu teuer. Ich habe also hier jetzt den letzten Versuch gestartet. Aber ich glaube, es ist aussichtslos, hier in München noch was zu kriegen, was einigermaßen bezahlbar ist. Seit Jahrzehnten wohnt Sieglinde May im Glockenbachviertel. Früher war das ein einfaches Bürgerquartier, heute eine der begehrtesten Ecken Münchens. Seitdem ihr Mietshaus 2011 den Besitzer wechselte, verwandelte sich ihr Wohntraum in einen Albtraum. Der neue Eigentümer ist nicht an Vermietung interessiert. Er lässt das Haus sanieren, um die Wohnungen dann als Eigentum zu verkaufen. Für Investoren ein lohnendes Geschäft, für Mieter wie Sieglinde May eine Katastrophe. Vor 19 Jahren war sie mit ihrem Lebensgefährten hier eingezogen. Drei Zimmer, knapp 100 Quadratmeter, eine günstige Miete. Ein Ort voller Träume und Pläne. Doch das Schicksal wollte es anders. Erst wurde Sieglinde May arbeitslos, dann erkrankte ihr Partner an Krebs. Seit dem Tod ihres Lebensgefährten vor 9 Monaten ist klar, allein wird sie die Miete nach der Sanierung nicht bezahlen können. Es ist schon heftig. Also mir macht es große Probleme zeitweise. Aber ich kann es nicht ändern. Es wird so kommen und da habe ich keine Chance, weiter in der Wohnung zu bleiben bei dem Mietpreis. Was müssten Sie denn jetzt zahlen, wenn Sie die Sanierung und die Mietpreiserhöhung akzeptieren würden? Also ich würde ungefähr 1160 Euro kalt bezahlen und dann kämen noch mal zwischen 250 und 300 Euro Nebenkosten dazu. Wären also zwischen 1400 und 1500 Euro, was hier für die Wohnung dann anfällt. Und das ist nicht machbar. Das ist leider so. Die letzten Monate in ihrer Wohnung. Es ist das Leben auf einer Baustelle. Im Januar haben Arbeiter bereits den Balkon abgerissen und als Schutz ein Brett angebracht. Doch das endet auf Kniehöhe. Höchst gefährlich. Vorgeschrieben wären mindestens 90 Zentimeter. Ein Blick in das Internet verrät, wie sich der Investor die Zukunft des Wohnhauses vorstellt. 11 Eigentumswohnungen sollen hier entstehen, 9 schon verkauft sein. Das Maklerangebot von Mitte April, die Dreizimmerwohnung für knapp 780.000 Euro. Das ist ein Quadratmeterpreis von 7.900 Euro. Günstige Wohnung, verzweifelt gesucht. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Immobilienpreise und Mieten so rasant gestiegen wie in München. Luxussanierungen verändern das Gesicht ganzer Viertel. Und nachdem viele Altbauten saniert sind, geraten jetzt Häuser aus den 50er und 60er Jahren ins Visier der Investoren. Die Lamontstraße im Stadtteil Bogenhausen, beste Lage in München. Hier hat ein Unternehmer eine Häuserzeile gekauft und will die Wohneinheiten nun zum Großteil in Eigentumswohnungen umwandeln. Jetzt wird kräftig saniert. Danach werden die Mieten steigen. Die ersten, die die Mieterhöhungen nicht zahlen wollen, ziehen fort. Wir fragen spontan eine Anwohnerin, die wir vor der Haustür zufällig antreffen. Ja, seit einem halben Jahr bin ich so aufgeregt und stehe neben mir eigentlich, weil das ja hier Luxus saniert wird. Und Sie hören das ja da auch, das ist bei mir im Haus, es sind nur die Elektriker. Ich flüchte jetzt, weil das einfach zu laut ist, trotz Oropax. Und ja, was soll man machen? Und hier wohnen nicht nur ich als alter Mensch, sondern älterer Mensch, sage ich mal. Alt darf man ja gar nicht sagen. Und es sind noch mehr ältere Herrschaften hier, die nicht wissen, wohin. Es gibt ja keine Vergleichswohnungen. Es wird ja dann auch teurer. Und was ist Ihr Plan? Wollen Sie bleiben?
Ich suche was. Ehrlich gestanden suche ich. Aber ich habe mich jetzt dazu überwunden, dann, wie es in der Zeitung so schön schreibt, die Alten gehen nach draußen. Weil die, wir können das ja nicht mehr bezahlen. Mit den Reserven in die Miete, so einen Mietheil dann reinzuschmeißen, kommt nicht in Frage. Da gehe ich lieber aufs Land irgendwo in einen kleinen Ort, wo natürlich alles stimmt, aber ich versuche dann neu anzufangen. Über 70 Wohnungen umfasst der Häuserblock. 45 davon sind zurzeit vermietet, der Rest steht leer. Wie lebt es sich auf einer Großbaustelle? Wir wollen mit weiteren Mietern sprechen. Seit wann wohnen Sie jetzt hier im Haus? Im Mai werden es 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Und Sie sind ja auch jetzt betroffen hier. Welche Veränderungen soll es jetzt hier geben im Haus? Was sind für Veränderungen? Hier, vielleicht zeige ich es Ihnen mal draußen. Da wird angebaut. Angebaut? Da wird angebaut. Wir hatten einen wunderschönen Küchenbalkon, den wir alle sehr geliebt haben. Das wird also zugemacht. Der neue Investor hat ausgefeilte Pläne. Die alten Balkone wurden abgerissen, um einem geschlossenen Anbauplatz zu machen, der in den Wohnraum integriert werden soll. Schriftstellerin Ulrike Fischer ist mit den Nerven am Ende. Seit Monaten wird gehämmert und gebohrt. Das ist ja auch eine wahnsinnige Belastung. Wie halten Sie das überhaupt aus? Ja, Sie sehen, da drüben ist die Schachtel mit den Aspirintabletten. Das ist im Moment so das Hauptnahrungsmittel. Und mit Oropax, mit Kopfhörer. Dazwischen rennt man mal eine Stunde weg. Und ich bin immer am Überlegen, ob ich es irgendwie machen kann, dass ich mal ein paar Wochen am Stück wegkomme, auch um wieder konzentriert zu arbeiten. Also es ist alles auch, glaube ich, nicht so durchdacht auf das hin, dass wir Mieter in der Wohnung sind oder dass die Wohnungen eingerichtet sind. Ne? Mhm. So wie es geplant ist, ist es für ein leeres Haus und für leere Wohnungen. Mhm. Ja, sagt auch der Bauleiter, wenn Sie den hier hören. Der Polier hat schon gesagt, es ist eine Tragödie, wenn man das machen soll, während die Mieter noch drin sind. Bis zum Herbst werden die Bauarbeiten dauern. Um die Belastung zu mindern, hat der Eigentümer angeboten, dass betroffene Mieter auf seine Kosten in Urlaub fahren können. Dennoch, für Ulrike Fischer ist das Ganze ein nicht enden wollender Albtraum. So hat es also ausgesehen, zum Beispiel im Frühling, wenn es geblüht hat, da hatten wir diese Zierkirschen. Also das war ein Traum eigentlich, gell? Das sind die Eichhörnchen, sind gehüpft von einer Ecke des Hauses zur anderen, ohne dass sie den Boden berühren mussten. Die konnten da durchsausen und wir haben Vögel im Vorgarten gehabt, Veilchen haben wir gehabt. Sind die ganzen Bäume weg? Das ist alles weg. Das war also so grausam. An einem Tag haben sie das gemacht. Das war ein Schock für uns alle. Ja, und das ist also jetzt das Haus. Das ist der Eckblock, wie es dann aussehen soll, wenn es fertig ist. Und hier wäre dann Ihre Wohnung vorne, oder? Genau, das wäre meine Wohnung vorne. Würden Sie sagen, sollte hieraus eigentlich so ein richtiges Luxusobjekt gemacht werden? Oder was ist, wenn man sich den Prospekt anschaut? Die Ziele der neuen Hausbesitzer sind, hier ganz teure Eigentumswohnungen zu verkaufen. Hat man Ihnen das gesagt? Ja, das hat man uns gesagt, natürlich. Wir haben die Preise, ne, die sind ja auch überall angeschlagen. Es wird in der Zeitung inseriert. Und das ist das Ziel. Es soll als Eigentumswohnung verkauft werden. Was soll denn so eine Wohnung kosten, wenn Sie die kaufen würden? Meine Wohnung, das habe ich auf dem Dings aufgeschrieben. Also sie kosten unrenoviert, so wie meine Wohnung jetzt wäre, könnte ich sie auch kaufen, 6.000 Euro pro Quadratmeter und renoviert dann 8.000 Euro pro Quadratmeter. Also ich habe das für mich dann mal ausgerechnet gehabt. Also ich habe allerdings auch die Angebote da, also so wie sie dann renoviert ist, kostet meine Wohnung 620.000 Euro. Die Dame, die kriegen es dann noch umsonst. Die Junggesellen kriegen die dann umsonst, wenn sie die Wohnung kaufen. Liegt die dann bei Ihnen auf der Couch? Oder? Die liegt in der Badewanne, habe ich mir gesagt. Für Spekulanten ist die sogenannte Umwandlung in München ein besonders gutes Geschäft. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist ungebrochen. 10.000 bis 12.000 Euro pro Quadratmeter blättern Wohnungskäufer mittlerweile hin. Günstiger Wohnraum zum Mieten wird dagegen immer knapper. Das bekommen vor allem diejenigen zu spüren, die jetzt gerade nach München ziehen. Wir besuchen Familie Kolmen-Brandt. Vor 3 Monaten ist sie nach längerem USA-Aufenthalt nach München zurückgekehrt. Seitdem sucht die Familie fieberhaft eine Wohnung. Vorübergehend ist sie in dem Gästezimmer einer Freundin untergekommen. Lang wird die Familie hier nicht bleiben können. Täglich checkt Andrea Brandt die Wohnungsanzeigen. Bisher vergeblich.
Wir schauen zwischen 2,5 und 3 Zimmer Wohnung. Für? Für 850 warm. Also mehr können wir auch nicht ausdrucken. Und wie sind also die Angebote? Wie viel gibt es da für 850 warm? Nicht so viel. Nicht so viel. Ich finde, dass die einfach zu überteuert sind. Also, das ist in manchen Sachen auch schlackelst mit den Ohren, wenn du die Mietpreise siehst. Wir haben letztens einmal auf Blöd ein Einzimmer-Apartment gesehen für 1800 Kalt. Wer kann sich das leisten? Andrea Brandt hat nicht mehr viel Zeit. Ihre Freundin darf sie maximal 3 Monate mit ihrer Familie beherbergen. Die Frist läuft Ende April ab. Werden Sie bald auf der Straße stehen? Am nächsten Tag. Die Familie hat den ersehnten Termin beim Münchner Wohnungsamt bekommen. Die Hoffnungen sind groß. Was erwarten Sie sich jetzt von dem Termin im Wohnungsamt? Dass wir eine Wohnung finden und bezahlbare auch noch. Und eben, dass wir aus dem Zimmer von meiner Freundin rauskommen, weil es einfach zu eng ist. Das Wohnungsamt ist für die Vermittlung von Sozialwohnungen zuständig. Und genau darauf hofft Andrea Brandt, eine Sozialwohnung. Schließlich ist sie Münchnerin, keine Zugereiste. Doch Beraterin Michaela Thalhammer muss die Hoffnung auf eine Wohnung im Keim ersticken. Zuteilungsberechtigt sind nur diejenigen, die seit mindestens 5 Jahren in München leben. Die Kolmen-Brands sind aber erst seit 3 Monaten wieder hier gemeldet. Was jetzt der Fachbereich Wohnen anbieten kann, ist, dass wir Sie, wenn Sie dort bei Ihrer Freundin oder bei der Bekannten nicht mehr wohnen können, dass wir Sie unterbringen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir eine, sei es bei uns Sofortunterbringung, also eine Soforthilfe anbieten. Das sind diese städtischen Notquartiere und Pensionen. Das heißt, Sie hätten dann einen Raum für sich. Es sind aber in der Regel in den Notquartieren sind's Gemeinschaftswaschräume, Gemeinschaftsküchen. Also das ist halt einfach kein, soll ich sagen, komfortables Wohnen ist es nicht. Es ist eine Notunterbringung. Was ist ein Pension? Pension. Pension. Like a, kann ich Ihnen auch erklären. Like what Robbie's living in? Yeah. No, yes. I'd rather go back to America. I'd rather get on a plane and go back to the States. Es ist... Ich habe einen Freund, der wohnt in Allah, in einer Pension. Ja, okay. Ich verstehe deine Pension. Ich nix bring meinen Sohn zu einer Pension. Nein, das ist nicht optimal, das ist ganz klar. So hatten sich Andrea und Charles Coleman Brandt den Start in ihr neues Leben nicht vorgestellt. Hier in München wollten sie noch einmal von vorn anfangen, nachdem sie sich in den USA keine gesicherte Existenz aufbauen konnten. Wenn man sich die Wohnungsnot in München anschaut, wir haben jetzt mittlerweile, ich habe es mal aufgeschrieben, 2800 Personen allein in München, die keine Wohnung haben, die alle auf den Wohnungsmarkt drängen und natürlich eine Wohnung brauchen. Und jetzt kommen natürlich, es kommt einfach noch mal 3 Personen dazu. I'm not taking my son to a pension. That is not gonna happen. I'd rather live on the street. Das ist noch schlimmer. Glauben Sie es mir? You know what? I can go to the store and buy a tent. I will not take my son to a pension with a bunch of drunks. Yeah. Sie müssen es zumindest versuchen. Haben Sie denn noch eine andere Möglichkeit, weiß ich nicht, wo Sie noch als bekannte Verwandte haben, wo Sie wohnen? Nein, 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 hey, listen, I want to work, okay? My wife wants to work, my son goes to school, all 3 of us are Deutsch. Help me find a Wohnung, I'll pay the goddamn rent. That's what I'm telling you. Okay, I don't want to be like the rest of the people that live off the freaking government. That's all I got to say. Sie werden es nicht glauben, es sind viele in ihrer Situation. Ein Zimmer in einer städtischen Notunterkunft, gemeinsam mit Obdachlosen und Alkoholkranken, das kommt für Charles Coleman Brandt nicht in Frage. Das Gespräch geht ergebnislos zu Ende. Verzweiflung macht sich breit. Wie geht's denn jetzt? Momentan, ganz ehrlich, scheiße. Ich bin wirklich geschockt mit dem Pension oder Notunterkunft, was die haben, weil da bist du wieder nicht allein. Da hast du wieder keine Zeit nicht und bist wieder in einem Zimmer pfercht. Die Familien, die hier leben, haben andere Probleme. Ein Apartmenthaus im Zentrum von München. Wir sind zu Besuch bei Theresa und Carsten Schmidt. Vor 1,5 Jahren ist das gut verdienende junge Paar von Stuttgart nach München in diese 3-Zimmer-Wohnung gezogen.
Sie hatten Glück. Töchterchen Madita war gerade zur Welt gekommen und der Eigentümer hatte ein Herz für junge Familien. Jetzt hat das Paar noch einmal Nachwuchs bekommen. Und um den Schokostern. Hui. Ja, Sie sehen es ja hier selber vom Platz her. Wir sind jetzt durchaus etwas beschränkter. Wir haben noch ein zweites Kind. Und die Idealsituation wäre natürlich, wenn wir für jedes Kind so ein Zimmer in dieser Art hätten. Jetzt ist eine Dreizimmerwohnung, also Vierzimmerwohnung wäre dahingehend schon mal ganz schön. Und meine Frau ist Lehrerin. Ein Arbeitszimmer zu Hause wäre auch noch sinnvoll. Also fünf Zimmer wäre so die Idealvorstellung. Kannst alles drauf machen. Hilfst du mir? Eine Wohnung dieser Größenordnung für eine bezahlbare Miete im Zentrum von München, mittlerweile eine meist aussichtslose Angelegenheit. Doch die Schmidts haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie wollen unbedingt in ihrem Viertel der Maxvorstadt bleiben. Schließlich haben sie hier mühsam einen Platz in einer Kindertagesstätte ergattert. Das Paar ist bereit und in der Lage, dafür einiges hinzublättern. Wir stellen uns auf jeden Fall unter 2000 warm vor. Wobei man da eben auch in manchen Teilen von Bayern wahrscheinlich den Kopf schüttelt. Man sagt, so eine wahnsinnig teure Miete ist ja kein Haus, sondern nur eine Wohnung. Worst case ist einfach, dass wir hier bleiben, in der Dreizimmerwohnung. Wir sind in der guten Lage, dass wir eben eine Wohnung haben, eine Dreizimmerwohnung. Es gibt viele andere, die haben nur eine Zweizimmerwohnung. Ich hätte das nicht gedacht, aber in München ist es so, die haben alle Arbeit, die arbeiten, ganz normaler Mittelstand. Und trotzdem wohnen die in einer Zweizimmerwohnung ohne Auto in der Münchner Innenstadt, weil es ihnen hier eben so gut gefällt. Mit Kindern, meinen Sie? Mit Kindern, mit einem Kind, mit einem Kind. An diesem Morgen haben die Schmidts einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung. Endlich mal wieder. Seit einem halben Jahr ist die Familie auf der Suche. Und in diesem Zeitraum hat es gerade einmal 10 Wohnungen gegeben, die überhaupt in Frage kamen. Das Angebot heute scheint vielversprechend. 4 Zimmer in ihrem Viertel. Genau das, was die Schmidts suchen. Vorne ist Westseite, hinten ist Ostseite. In der Wohnung dann die Erleichterung. Keine Massenbesichtigung. Die Maklerin hat Einzeltermine angesetzt. Den Schmidts bleiben ein paar Minuten Zeit, um ein Gefühl für die Wohnung zu bekommen. Wie laut ist es zur Straße raus? Wie könnte man die Zimmer aufteilen? Gut 100 Quadratmeter sind es. Mietpreis 1.560 Euro warm. Ich habe mir jetzt noch nicht alles angeschaut. Man möchte die anderen Zimmer angucken, aber so vom Prinzip her geht das in die Richtung, was wir suchen. Ja. Preis auch okay. Ja, der Preis in München, den darf man gar nicht mehr hinterfragen letzten Endes. Das ist jenseits von Gut und Böse. Insofern ist es schon schwierig, sage ich jetzt mal. Also es ist, glaube ich, in Ordnung für das, was man sonst hier findet, aber mit normalem Menschenverstand ist es eigentlich kaum noch zu erklären, wie die Mieten hier sind in München. 10 Minuten später. Die Schmidts haben sich entschieden. Kein Kellerabteil, der Aufzug zu klein. Die Wohnung kommt für sie nicht in Frage. Langsam wird klar, wenn sie in der Innenstadt bleiben wollen, müssen sie Kompromisse eingehen oder noch mehr Geld ausgeben. Zurück ins Münchner Glockenbachviertel zu Sieglinde May. Der Eigentümer des Hauses hat ihr eine Umzugshilfe angeboten. Doch wie soll sie eine bezahlbare Wohnung finden? Fast jeden Tag geht sie ins Internetcafé, um Wohnungsanzeigen zu sichten und Jobangebote. Seit Jahren bezieht sie Hartz IV und verdient sich manchmal etwas dazu als sogenannte Aufstockerin. Sieglinde May findet nur Jobs im Niedriglohnsektor. Das macht die Wohnungssuche so schwierig. Ich finde immer wieder auch Wohnungen mit 60 Quadratmeter für fast 1000 Euro. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht einfach nicht. Ist zu viel für Sie? Ist zu viel. Weil ich auch nicht weiß, wie es jobmäßig weitergeht im Moment. Frau May lässt nichts unversucht. Vor wenigen Monaten hat sie bei einer Initiative des Münchner Jobcenters mitgemacht. Eine Videobewerbung, jederzeit per Mausklick abrufbar. Ich bin gelernte Industriekauffrau und habe über 40 Jahre in verschiedenen Positionen und diversen Branchen gearbeitet. Zuletzt 20 Jahre im Telefonmarketing. Arbeiten im Telefonmarketing. Das waren meist Jobs mit geringen Stundenlöhnen.
An diesem Nachmittag hat sie Klinde May einen Termin im Jobcenter. Kann der Vermittler ihr heute eine angemessen bezahlte Arbeitsstelle anbieten? So, Frau May, Sie haben die Bewerbungsunterlagen jetzt mitgebracht. Schauen wir mir kurz mal an. Ich kriege überwiegend eben im Niedriglohnsektor Angebote, was heißt Leiharbeit. Eine fair bezahlte Arbeit ist mir bis jetzt nicht angeboten worden. Also stehe ich vor dem Problem, was mache ich? Zuerst die Wohnung, dann den Job oder erst den Job und dann die Wohnung? Also es dreht sich im Moment bei mir alles im Kreis. Ja, also in München ist es echt ein Problem. Ich würde aber schon sagen, erst den Job, dann die Wohnung. Weil ja, wenn Sie den haben, dann lösen sich die meisten anderen Probleme einfach in den Rauch auf. Bis jetzt hatte ich halt immer Angebote 8,50 Euro brutto. Ich meine, davon kann ich weder leben noch sterben noch sonst was. Na, aber es wird sich was auftun, wenn Sie so weitermachen, hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Also ganz ehrlich, da erlebe ich andere Leute auch noch, die hier sitzen. Und bei Ihnen machen wir da eigentlich relativ wenig Gedanken, ganz ehrlich. Das haut schon hier, Sie müssen einfach wirklich nur dran glauben. Tatsächlich, an diesem Tag findet der Vermittler ein passendes Angebot für sie. Eine Münchner IT-Firma sucht eine Sachbearbeiterin. Neue Hoffnung. Ich habe Tipps bekommen, die ich noch verbessern kann mit meinen Unterlagen. Und ich werde die auch durchziehen und weiterschauen, dass es weitergeht. Mhm. Die haben ja sogar ein Angebot bekommen. Auch. Ja. Ja. Das wird heute gleich verarbeitet. Okay. Einen Tag später treffen wir noch einmal Ulrike Fischer. Den ganzen Vormittag wurde in ihrem Haus gebohrt. Jetzt will sie nichts wie weg. Wegen der Sanierungsarbeiten hat der Eigentümer die Miete um 25% gemindert. Arbeiten kann die Schriftstellerin zu Hause trotzdem nicht mehr. Es ist einfach zu laut. Ich muss schauen, dass ich ein kleines Refugium, ein Ausweichquartier finde. Ja, am liebsten für 3-4 Monate. Mit einem Teil meiner Bücher und mit den ganzen Manuskripten. Und dass ich wirklich da auch zur Ruhe komme und wieder arbeiten kann, mich erholen kann. Ich habe auch so abgenommen, also ich muss auch ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Und das ist jetzt so mein Ziel für die nächsten Wochen, das anzugehen und das zu suchen. Wegen der Sanierung hat sich Ulrike Fischer mit anderen Bewohnern an den Mieterverein gewandt. An diesem Abend steht ein Treffen mit dem Anwalt Michael Fill an. Die Mietergemeinschaft ist gespalten. Einige wollen fortziehen, die meisten wollen bleiben. Doch wie sollen sie sich in der Sanierungsphase verhalten? Michael Fill macht klar, der vom Eigentümer bereits begonnene Anbau bedarf der Zustimmung der Mieter. Und Frage, der Eigentümer baut und baut und baut. Ja. Bis wir jetzt das alles individuell besprochen haben, ist der ja im dritten Stockwerk oben. Ja, solange wir noch keine, eine, es bleibt im Augenblick. Und zwar bis wir die Unterschrift unter jeden einzelnen von Ihnen bezüglich entweder einer Aufhebungsvereinbarung oder einer Modernisierungsvereinbarung haben, bleibt es vollumfänglich bei allem, was ich bisher gesagt habe. Das heißt, dass diese Erker draußen nicht hochgezogen werden. Ja, aber wenn ich mich aus dem Fenster beuge, dann muss man bis dahin. Ich bin dabei, also ich gehöre dazu. Also ja, das, was ich die ganze Zeit immer gesagt habe, wenn die das machen, ohne dass wir das konkret im Rahmen einer Aufhebungsvereinbarung vereinbart haben, dass sie das auch dürfen, muss man das im Zweifel auch über eine einstweilige Verfügung stoppen. Ja, also ich bin in den Startlöchern. Mir stehen die Dings in die Höhe, die Stahlträger. Das wird jetzt dann weitergegossen, also mein Parterre ist jetzt bald dann zu. Kann eine ganze Weile überhaupt nicht rausschauen, weil die Verschalungen stehen. Genau. Ja, aber dann muss man es halt stoppen, ja? 2 Stunden später. Hoffnung und Resignation. Der Mieter steht einfach alleine eigentlich da. Und in der ganzen Hausgemeinschaft erscheint es so, als gäbe es für alle eine Lösung. Das wird so nicht sein. Jeder steht für sich alleine da. Ich möchte natürlich bleiben, denn mein ganzes Leben, ich wohne jetzt 51 Jahre da drin. Und das ganze Leben hat sich da drin abgespielt, Familie und so. Ich möchte natürlich bleiben. Aber ich sehe es kommen, dass man raus muss. Weil man es wahrscheinlich nicht mehr zahlen kann. Alte Damen mit kleiner Rente sind ausgeliefert und das zerstört ein Leben, sage ich Ihnen. So, das sind meine Gefühle. Das Schlimmste hat ja noch gar nicht angefangen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die technischen Bauarbeiten, also wenn da wirklich die Umbaumaßnahmen tatsächlich stattfinden, das ist schon sehr, sehr hart für die Mieter, die verbleiben, einfach aufgrund dieser Lärm- und Staubemissionen, die dabei sind, die Vibrationen, die dabei entstehen, das Tag für Tag hinzunehmen, da braucht es schon wirklich sehr viel Nerven. Und ich habe es auch schon oft erlebt, dass die Leute sagen, okay, wir stehen das durch und es aber dann einfach doch nicht geschafft haben.
Ulrike Fischer will in ihrer Wohnung bleiben und für gute Konditionen kämpfen. Gegen den Anbau beantragt sie schließlich eine einstweilige Verfügung. Zwei Wochen später werden die Bauarbeiten gestoppt. Die Rechtsanwälte verhandeln. Geht's los? Papa ist da. In der Maxvorstadt haben wir uns wieder mit Theresa und Carsten Schmidt verabredet. Bislang war das junge Paar mit seinen zwei Kindern fest entschlossen, eine größere Wohnung in der Münchner Innenstadt zu suchen. Doch langsam wachsen die Zweifel. Ich habe einige Freunde, die jetzt wegziehen. Und dann ist schon so eine Überlegung, was wir eben machen. Die eine Freundin von mir, die zieht Richtung Riem raus, die andere Richtung Brunntal. Da überlegt man sich schon, ob man noch richtig ist im Zentrum, bei den Preisen eben. Ja, und die Entwicklung geht auch, denke ich, dahin, dass immer mehr Familien mit zwei Kindern auf jeden Fall dann eher rausziehen müssen. Heimat in der Stadt. Für viele Familien nicht mehr bezahlbar. Viel größer das Problem der Familie Kolmen-Brandt, die überhaupt erst eine Wohnung braucht. Heute hat sie endlich einmal einen Besichtigungstermin bekommen. Die Anspannung ist kaum zu unterdrücken. Ist eine 2,5-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. Und schauen wir mal, wie groß und wie die geräumige ist und ob wir Glück haben. Mehr Glück. Mir ist eigentlich in dem Sinne schon egal, wie groß das die ist. Hauptsache Wohnung. Also Sie werden da jetzt mit Ihren Ansprüchen nicht so groß angesiedelt? Eigentlich absolut nicht. Mhm. Hauptsache eigene vier Wände. Das ist alles. Wir dürfen nicht mitkommen. Zu groß die Angst, dass unsere Kamera die Eigentümerin negativ stimmen könnte. Eine halbe Stunde später. Und, wie war's? Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Das Erste war natürlich, ob da noch ein anderes Kind kommt. Dann habe ich ja vom Spiel gesagt, nein, da kommt nichts mehr. Aber sie war halt eine ganz liebe, nette Frau. Aber da kommen halt noch ein Haufen Leute. So sind wir wieder in der Lotterietrommel drin. Schauen wir, was rauskommt. Ende nächster Woche wird es uns anrufen. Aber ich werde es unter der Woche mal anrufen und fragen, wie es ausschaut. Also Sie würden sie nehmen? Ja, ja, auf alle Fälle. Zurück in das Gästezimmer der Freundin, das sie gegen Ende des Monats verlassen müssen. Die Eltern wissen, wenn sie die Wohnung nicht bekommen, stehen sie mit ihrem Sohn bald auf der Straße. Eine Woche später folgt die Absage. Auch Sieglinde Mais Hoffnungen auf eine bezahlbare Wohnung und einen festen Job haben sich nicht erfüllt. Die 58-Jährige hat einen Entschluss gefasst. Sie will München verlassen. Für immer. Und irgendwo anders neu anfangen. Es ist ein sehr schwerer Schritt und die Entscheidung fällt mir also bei Gott nicht leicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich muss dahin gehen, wo ich eine Arbeit habe und wo ich unter Umständen eine Wohnung in meiner Größenordnung zum bezahlbaren Preis bekomme. Und da muss einfach das Gefühl, München als Heimatstadt zu haben, hinten anstehen. Das geht gar nicht anders.